Hallo und herzlich willkommen auf Loretta.de. Wir schauen uns nun eine Übung zum vorherigen Video an, nämlich zum Extremwertberechnung. Und da haben wir diesmal eine Funktion, nämlich 2x hoch 3 plus 3x² minus 12x plus 1, wovon wir nun die extremen Stellen, also die Hoch- und die Tiefpunkte, berechnen wollen. Wir haben im letzten Video gesehen, es ist immer das gleiche Verfahren. Man leitet zuerst die Funktion zweimal ab, dann macht man im ersten Schritt die erste Ableitung gleich 0, löst es nach x auf, bekommt dann Werte, Kandidaten, die man überprüfen muss, indem man die zweite Ableitung nimmt und diese Kandidaten einsetzt. Je nachdem, was dabei rauskommt, wenn f2' von diesem Kandidaten größer 0 ist, dann liegt ein Tiefpunkt vor, wenn es kleiner 0 ist, liegt ein Hochpunkt vor und wenn es exakt gerade gleich 0 ist, dann liegt es sogar der Sattelpunkt vor. Sattelpunkte sehen zum Beispiel so aus. Nun kümmern wir uns allerdings um diese Funktion, leiten wir die mal ab. 2x hoch 3 ist abgeleitet 6x². 3x² abgeleitet ist 6x, minus 12x abgeleitet ist minus 12 und 1 abgeleitet fällt weg. Nun die zweite Ableitung bildet man, indem man einfach die Ableitung nochmal ableitet. Das heißt 6x² abgeleitet ist 12x, 6x abgeleitet ist 6 und die 12 fällt weg. Nun können wir uns um den ersten Schritt kümmern, nämlich die erste Ableitung gleich 0 setzen. Nehmen wir einfach das, was hier in der ersten Ableitung steht, 6x² plus 6x minus 12 und setzen das dann gleich 0. Nun, da hier können wir noch nicht weiterrechnen, das heißt, wir müssen erst durch 6 teilen, das heißt, es steht da x² plus x minus 2 gleich 0. Das ist eine Gleichung, die wir mit Hilfe der PQ-Formel lösen können. Das heißt, x1, 2 ist gerade minus p halbe, das heißt minus 1 halb plus minus Wurzel aus p halbe ins Quadrat, das heißt ein halbe ins Quadrat ist ein Viertel, minus q, minus minus 2 plus 2. Und da ich lieber mit Dezimalzahlen rechne, schreibe ich das Ganze in Dezimalzahlen um. Minus ein halb ist minus 0,5 plus minus, ein Viertel ist 0,25 plus 2 ist 2,25. Das weiter ausgeschrieben ist minus 0,5 plus minus. Wurzel aus 2,25 ist 1,5. Ja, bei 15 mal 15 ist 225. Und jetzt kann man die beiden Kandidaten ganz leicht auslesen, nämlich der erste Kandidat für eine Extremstelle ist minus 0,5 plus 1,5. Das ist gerade 1. Und der zweite Kandidat minus 0,5 minus 1,5, das ist minus 2. Das sind also unsere Kandidaten, die wir nun im zweiten Schritt überprüfen müssen. Hier haben wir den zweiten Schritt, wir suchen also die zweite Ableitung und setzen ein. Also unser erster Kandidat, x1 gleich 1, in die zweite Ableitung eingesetzt. Zweite Ableitung von 1, 12 mal 1 plus 6, also 12 plus 6 ist 18. 18 ist größer 0, hier haben wir diesen Fall, größer 0. Das heißt, wir haben hier einen Tiefpunkt. Den Tiefpunkt 1 und noch eine unbekannte Koordinate, die wir gleich ausrechnen wollen. Nehmen wir den zweiten Kandidaten, minus 2, setzen den ein in die zweite Ableitung. 12 mal minus 2 ist minus 24 plus 6 ist minus 18. Das ist kleiner 0, das heißt, wir haben einen Hochpunkt an der Stelle minus 2. Jetzt wissen wir schon, dass wir einen Tiefpunkt, einen Hochpunkt haben, nämlich gerade an den Stellen 1 und minus 2. Allerdings wissen wir noch nicht die Koordinate dieser Punkte. Die können wir herausfinden, indem wir hier oben einfach in f von x einsetzen. Machen wir das mal für 1. 2 mal 1 hoch 3 ist einfach 2. Plus 3 mal 1 Quadrat. 2 plus 3 ist 5. Minus 12 mal 1, also minus 12. 5 minus 12 ist minus 7. Plus 1 ist minus 6. Das heißt, der Tiefpunkt hat die Koordinaten 1 und minus 6. Wie sieht es beim Hochpunkt aus? Minus 2, da ist es ein bisschen komplizierter, das sollte man schriftlich machen. Machen wir das mal. F von minus 2, setzen wir es ein, 2 mal minus 2 hoch 3, plus 3 mal minus 2 ins Quadrat, minus 12 mal minus 2 plus 1,
rechnen wir das aus. 2 mal minus 8 ist minus 16. Plus 3 mal minus 2 ist gerade 4. Das heißt, 3 mal 4 ist 12. Minus 12 mal minus 2 ist plus 24. Plus 8. Das ausgerechnet. 12 plus 24 sind 36. Plus 1 ist 37. 37 minus 16 ist gerade 21. Das heißt, der Hochpunkt hat die Koordinaten minus 2 und 21. Schaut mal auf der Homepage www.lorella.de vorbei. Ihr könnt ja weitere Videos sehen. Dankeschön.